So, willkommen zurück zur nächsten Aufgabe, die nennt sich Dur. Wir müssen Kisten mit Nahrung sammeln nach 84, 34er Zone, 84er Zone, das dauert noch ein bisschen. Wie gesagt, die alte Folge habe ich die paar Höhlen dann noch in einer anderen Mission gemacht. Habt also nichts verpasst. Ich habe mir noch die Skizze aus dem Shop geholt, hier die. Und bin halt noch am Überlegen, ob ich mir die noch holen soll und die Wandlichter vielleicht trotzdem oder einen Helden. Ich habe halt absolut keine Ahnung. Wir gucken einfach mal. So, dann würde ich sagen, gehen wir schon mal direkt in Auftrag. Ich hoffe, ich finde diese Kisten. Na gut, die Industriegebiete müssten ja eigentlich Kisten sein, aber das sehen wir halt erst, wenn es soweit ist. Also, wie gesagt, uns fehlen jetzt noch zwei Abonnenten. Also durchs Livestream muss ich sagen, ist das mit den Abonnenten doch ein bisschen einfacher. Uns fehlen halt jetzt noch zwei Abonnenten, dann kommt schon die vierte Zahl. Wie gesagt, Ladebildschirm gleich Abozeit, Likezeit, Kommentierzeit. Wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie ihr die 10 Euro gewinnen könnt, einfach unten in die Videobeschreibung reingucken, da ist alles verlinkt. Könnt ihr euch dann da in aller Ruhe angucken. Wenn Fragen sind, einfach in die Kommentare schreiben. Ganz simpel. So, jetzt hoffen wir, dass wir die 8 Kisten hier finden. Ja, 8 Kistchen. Aber eigentlich dürfte es kein Problem sein. So, hier erstmal alles stumm schalten. Ah, doch, sieht gut aus, weil da oben ist schon das erste Ausrufezeichen. Ja, ganz normale Kisten. Muss sagen, gucken wir mal ein bisschen in der Stadt rum, dass wir die finden. Ah, da ist schon die nächste Kiste. Wie gesagt, wenn ihr mal Fragen habt zu irgendwelchen Missionen, einfach in die Kommentare schreiben. Ich antworte eigentlich immer so schnell wie möglich. Oha. Ein bisschen nervig hier, der Typ, ey. Auch beschäftigt. So, jetzt muss ich gerade gucken. Versuchen wir direkt schon mal die nächste zu finden. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir hier 8 Kisten finden werden. Und der da hinten klar. Kisten. Das schmeckt. Easy. Na gut, wenn alle mithelfen, dann läuft das auch. So. Ach, da haben wir. Ah, hier haben wir schon mal zwei, das ist schon mal gut. Wenn hier 1000 Mobs gefühlt drin sind. Schon noch 5 Behälter. Er kümmert sich da oben drum. So, sind es nur noch 4.
Die halbe Map ist noch nicht aufgemacht. Hallo, ich war doch schon an Bord. Ah, da haben wir schon das nächste. Also wie es aussieht, schafft man es doch in einer Runde. So, darf ich jetzt mal meine Aufgaben hier machen, statt mich mit euch hier rum zu beschäftigen. So, das war eine, zwei, ach, hier ist noch eine. Ach ja, dieselbe Aufgabe. Ja, die hier unten mal richten. Nächste. Jetzt nur noch hier irgendwo eins sein, dann haben wir es schon. Da ist er. Du solltest es endlich ausschalten, Kommandant. Jetzt wird's irgendwie böse. Platziere das Waffenlager und den Werfer. So wird hier wohl noch ein Nahrungsbehälter sein. Das ist jetzt wohl nicht den Ernst, oder? Überleben, da habe ich jetzt keine Zeit für. Das Waffenlager ist jetzt in Betrieb. Füge zum Herstellen deiner ersten Bombe Blue Glow hinzu. Kann eigentlich dann nur noch da unten sein. Ja. Kümmern wir uns gerade schnell darum und dann sind wir auch schon fertig für die Aufgabe. Muss ich mal gerade eine Minute gedulden. Dir steht noch kein Blue Glow zur Verfügung. Ich habe ja noch keins. Ich habe ein paar Schienen in dein Inventar gepackt. So, jetzt noch gerade die Aufgabe verbinden. Mit dem Werfer, sobald du bereit bist. Die Bretter sehen, muss ich inzwischen immer lachen. Weil ich ja bei den Fallen herstellen keine mehr hatte. So, kriegen die zwei das hin. Gucken wir mal, ob wir denen helfen müssen. Ah, lass mich hier einfach einen Tresor anrufen. Zack, zack, zack. Mal gucken, dass der Weg hier schon mal einigermaßen frei ist. Nach oben. Ja, weil hier den Bombenweg habe ich noch nie gemacht.
Ich weiß zwar nicht, ob sie mich hören, geschweige denn verstehen. Eher hier unten her. Kann sein, dass sie den komplett falschen Weg gegangen sind. Oh, er hat es schon geändert, glaube ich. Ja, so, so. Ja, hätte ich mich jetzt auch gesagt, dass wir von unten da durch müssen. Und dann hinten hoch. Es gibt einen langen Weg. Ja, ich mach schon. Verbindung hergestellt. Erstmal hier Platz machen, ey. Als nächstes müssen wir die Bombe zum Werfer transportieren. Mach dir um die Verteidigung der Schienen keine Sorgen. Falls die Bombe zerstört wird, können wir auch eine neue bauen. Da wirst du ballern und gleichzeitig in Bewegung bleiben müssen. Folge der Bombe und sorge für ihre Sicherheit. Die Verbindung wurde unterbrochen. Ja. Schienenverbindung hergestellt. Ach, ich wollte gerade sagen. Das war ich. Dun, 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 dun. Ich hab eine andere Waffe noch mit. Beschütze sie. Nö. Ah, ah. Entschuldigung. Geht nicht. Ah, ah. Ja, du musst auch mal zurückgehen mit der Bombe. Nicht nur vorwärts. Was macht der? Ja, jetzt kannst du vorwärts gehen, jetzt kommt ja keiner. Ah, es geht los. Ich glaube, die Bombe hier perfekt runterkriegen ist nicht einfach. Ey. Kannst du noch ein bisschen Steine mitholen? Keine Gegner kommen, aber jetzt kommen so. Da,
da, da. Oh, sag nicht, die kommen von oben. Sie kommen. Ich bin ein Bär. Nette Hochwasserhosen. Du bist ein Bär. Die Bombe nimmt Schaden. Die Assis, ey. Man, die interessiert doch null für mich. Die Verbindung wurde unterbrochen. Hä? Wir haben es geschafft. Du musst schon zugeben, dass das unheimlich cool ist. Mit dem Ding könnte ich all meine Probleme in die Luft jagen. Okay, das reicht. Dann an die Arbeit. Die Bombe wurde in den Werfer geladen. Während der Werfer auflädt, visiert ihr den Riss automatisch an. Verteidige den Werfer und mach dich dabei auf einige ungebetene Gäste gefasst. Ich werde noch zum Meditierprofi. Oh, sie kommen. Schienenverbindung hergestellt. Ich kann scheiß trotzdem kämpfen, ey. Ratatatara ist echt geil. Kriegt ihr den nicht aufgehoben? Ah, das sieht aber schön aus, hat mir immer. Sekunden.
Ah, ich kann dich gerade nicht aufheben. Gut. GG! Und ihr seht, wenn es eine vernünftige Gruppe gibt, passt das auch. Was jetzt? Bisschen verbuggt, würde ich sagen. Sache, wenn die Gruppe einigermaßen passt. Oh, ich habe sogar den meisten Schaden gemacht. Okay. Niedrigste Level, aber meiste Schaden. Nee, nee, nee. Aber dafür haben die anderen ja gebaut. Also wie gesagt, einfach diese 8 Kisten einsammeln. Kriegt es auch angezeigt. Sehen halt einfach aus wie Umzugskartons. Stehen halt irgendwo rum. Habt ihr gesehen, welche Mission ich war? Von daher, aber ich denke mal, die werden in jeder Mission sein. Die werdet einfach reingeschickt und da werden die schon, denke ich mal, immer da sein. Zur Not, ihr habt ja gesehen, bei mir war es knapp, es waren anscheinend wirklich genau nur 8 Stück da. Also kann auch sein, dass ihr 2 Missionen machen müsst. Aber eigentlich müsste das irgendwie, ja, ich will nichts Falsches sagen. So, wenn euch das Ganze gefallen hat, wie immer, gerne ein Abo dalassen. Ein Like wäre auch nicht schlecht, weil wie gesagt, ich habe 80% meiner Klicks, sag ich jetzt mal, sind keine Abonnenten. Also, haut mal rein. So, gucken wir mal, was wir hier alles so bekommen. Gibt auf jeden Fall wieder V-Bucks. Also, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey Dennis, ja, lass mal den schön. Burger rüberwachsen, dann kann ich antworten, hier, auch nicht schlecht. Schön. Die Burger kommen bei den Überlebenden echt gut an. Gute Alter, Arbeit, ihr beiden. Das denn für eine Aufgabe? Wissen wir schon etwas über die Pylonen in der Zone? Nee. Laut meinen Scans reagieren sie auf Blue Glow. Also. Was sagst du dazu, Kommandant? Willst du dir das mal ansehen? Ja, muss ich ja wohl. So, dann wird die nächste Aufgabe wohl ein wenig anspruchsvoller. Oder man muss irgendwo überall nur einmal hin und Viereck drücken, aktivieren, alles klar, gut. So, dann sag ich mal in dem Sinne, haut rein.